Willkommen zu einem Video. Richard Geisler, ein sehr eifriger Zuschauer meiner Videos, stellt immer wieder gute Fragen, die mich manchmal fast ein wenig an meine Grenzen bringen, weil sie nicht ganz in die Physik reingehören. Aber sie sind gut und helfen mir auch, Dinge vielleicht nachzulesen und zu verstehen wieder. In diesem Fall geht es um den Parseval-Satz. Ich weiß nicht, ob Sie es lesen können. Können Sie mir mal den Satz von Parseval erklären? Mit dem Parseval-Satz soll der Wert eines Produktes zweier Signale berechnet werden. Es kamen dann noch mehr Dinge, das habe ich mal weggeschnitten. Parseval-Satz ist aber eine Sache, die jetzt eigentlich recht gut passt, weil ich habe vorher gerade diese Videos gemacht zur Serie Schwingungen und da kam eigentlich die Fourier-Zerlegung eines periodischen Systems, eines periodischen Signals dran. Und das passt eigentlich ganz gut zum Parseval-Satz. Es gibt zwei Dinge von Parseval. Einmal den Satz von Parseval und dann noch die Parsevalsche Gleichung. Es geht beides ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich will vielleicht zuerst rasch die Parsevalsche Gleichung zeigen. Und zwar von der Idee her, man kann sie sehr einfach formulieren. Wir müssen dazu uns vorstellen, wir haben einen Raum von Funktionen, die Kriterien eines Hilbertraums, also eines Prä-Hilbertraums erfüllt. Und in diesem Raum von Funktionen gibt es ein Orthonormalsystem, also den Hilbertraum nennen wir mal V, und es gibt ein Orthonormalsystem S von Funktionen, also von Elementen, welche senkrecht aufeinander stehen und gleichzeitig normiert sind. Das können zum Beispiel Vektoren sein in der Geometrie, oder es können zum Beispiel die harmonischen Funktionen sein, die ich vorher in der Schwingungslehre erklärt habe. Um diese Orthonormalität zu beweisen, braucht man ja ein Skalarprodukt. Und das Skalarprodukt ist dann oft bei den Funktionen einfach ein Integral über die Funktion, also die beiden Funktionen, die da betroffen sind. Ich will es mal ganz allgemein schreiben. Wenn die Elemente klein v innerhalb dieses Hilbertraums heißen und das Orthonormalsystem die Elemente klein s enthält, dann haben wir gesehen, dass man so ein Element v des Hilbertraums zerlegen kann in eine Linearkombination von den orthonormalen Basiselementen. Das heißt, ich kann das v dann schreiben als Skalarprodukt V mit diesem Basissystem und das gibt mir die Komponenten bezüglich der einzelnen Basisvektoren und das kann ich dann addieren über all diese Komponenten und multiplizieren mit den entsprechenden Basisvektoren, Basisfunktionen. Das ist eine Zerlegung in dieses Orthonormalsystem, das man so ganz stark abgekürzt schreiben kann. Die Frage ist jetzt einfach, ist diese Zerlegung vollständig oder fehlt da noch was? Und da gibt es eben das Kriterium von Parseval, das sagt, wenn ich jetzt die Norm von V nehme, so schreiben, das ist nichts anderes als das Skalarprodukt von V mit sich selbst. Das ist die Norm im Quadrat, muss ich sagen. Norm nennt man eben danach nicht immer Länge, sondern es ist manchmal ja ein Integral, was dahinter steckt. Und ich jetzt das vergleiche mit der Quadratsumme all dieser Komponenten, also V, SI, das sind diese Komponenten. Ich will diese Komponenten quadrieren und dann über all diese I zusammenzählen, die nötig sind oder die diesen Raum V ausfüllen. Wenn diese Gleichung gilt, dann ist das Orthonormalsystem vollständig. Da kann ich also jedes Element aus diesem Vektorraum, aus diesem Hilbertraum, kann ich dann auch zerlegen in diese orthonormalen Vektoren, Basisvektoren. Und ich muss dazu nur testen, ob die Länge, sage ich jetzt mal, dieses Elements immer gleich groß ist wie die Summe dieser Quadrate der Komponenten. Schauen wir uns das mal in der Geometrie an, was das bedeutet. In der Geometrie wissen wir ja, da haben wir Vektoren, Vektor A. Wir haben da diese Basisvektoren E1 und E2 zum Beispiel, EX oder Y könnte man auch schreiben. Und wir wissen auch, dass wir die Komponenten von A in der Richtung E1 ausrechnen können, indem wir das Skalarprodukt bilden. A, E1 ist dann das A1 und A, E2
werden das A2. Machen wir ein konkretes Beispiel. Das A hätte zum Beispiel jetzt hier die Komponente 2 und da die Komponente 1,5 mal die Einheitslänge hier. Also würde man sagen, das hier ist dann 2, das hier wäre 1,5. Jetzt muss man vergleichen, das sind jetzt diese Teile hier. Wenn ich jetzt den Satz von Parseval, diese Parsevalsche Gleichung überprüfen will, dann muss ich schauen, ob für alle Vektoren a, die ich hier habe, diese Quadratsumme, das wäre in diesem konkreten Fall 2 im Quadrat plus 1,5 im Quadrat, das gleiche gibt, wie wenn ich den Vektor a skalar mit sich selbst multipliziere. Also a, so. Und das ist ja, wie Sie wissen, auch, das macht man mit genau der gleichen Rechnung, es gibt dann auch 4 plus 1,5 im Quadrat, das gibt das 2,25, 6,25. Im Fall der Ebenengeometrie ist das trivial. Wir rechnen ja die Länge des Vektors genauso aus, wie es hier behauptet wird. Und das heißt eben, diese beiden Basisvektoren spannen diese Ebene vollständig auf. Das ist ein vollständiges Orthonormalsystem für jeden Vektor A. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass ich Vektoren habe, die auch aus der Ebene rausschauen, die also insgesamt danach eine größere Länge oder eine andere Länge vielleicht haben und dass ich dann diese Länge nicht berechnen kann, indem ich nur die beiden Komponenten in diesem kleinen Orthonormalsystem verwende. Also wenn ich quasi die Z-Richtung, die dritte Richtung vernachlässige, dann stimmt diese Gleichung eben nicht mehr. Dann ist AA, diese Länge, vielleicht dann 10, aber wenn ich das ausrechne, nur in diesem kleinen System, in diesem Untersystem, dann komme ich nach wie vor 6,25. Das wäre also jetzt ein Beispiel, wo man sehen kann, dass ich den Raum, also den dreidimensionalen Raum, nicht nur mit diesen beiden Basisvektoren da unten ausfüllen kann. Das reicht nicht, ich brauche noch einen weiteren. Da zeigt mir also dann die Parsevalsche Gleichung, dass mein Orthonormalsystem, das ich da habe, nicht ausreicht für meinen kompletten dreidimensionalen Vektorraum. Jetzt haben wir diese ganze Geschichte auch angeschaut und zusammen mit den harmonischen Funktionen. Also harmonische Funktionen, welche dann auch dienen als Basis für die periodischen Funktionen in einem Intervall 0t oder man kann auch allgemein sagen in einem Intervall von also minus Pi bis plus Pi oder so, man kann das auch in der Zeit ja dann skalieren. Und da haben wir festgestellt, dass eben Orthonormalsysteme existieren. Wenn also irgendeine Funktion von minus Pi bis plus Pi existiert, irgend sowas, dann kann ich diese Funktion zerlegen in eine Summe von harmonischen Funktionen, also Sinus- und Cosinus-Funktionen, die dann nachher ganzzahlige Vielfache quasi der Grundfrequenz haben. Die Grundfrequenz ist jetzt hier 2π, also ist hier eine Achse, die nicht unbedingt Zeit heißt, und damit dann diesen Raum ausschöpfen. Und man weiß, dass das Parseval, die Parseval-Gleichung hier auch gilt, dass diese Funktionen also vollständig sind, dieses Funktionensystem vollständig und orthonormal ist, falls diese Funktion nicht allzu wild aussieht dazwischen. Wenn wir jetzt hier diese Achse, in diesem Fall x nennen, und so eine Funktion jetzt zerlegen in diese Basisvektoren, dann kann ich diese Funktion a von x vielleicht schreiben als eine Summe von solchen trigonometrischen Funktionen, deren Frequenz jeweils ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz 2π ist. Und ich schreibe jetzt das in diesem Fall mal nicht mit Sinus und Cosinus, sondern so wie es eigentlich dann letztendlich praktischer ist, wenn man damit mal umgehen kann, nämlich mit komplexen Funktionen. In dem Fall heißen dann die Basisfunktion eher inx. Der Vorfaktor heißt an, das ist also die Amplitude quasi, und das n läuft dann von minus unendlich bis plus unendlich. Diese eher inx sind also Basisvektoren bezüglich des dieses Funktionenraums der quadratintegrierbaren komplexwertigen Funktionen zwischen minus Pi und plus Pi. Das sei eine solche Funktion. Nehmen wir eine zweite Funktion noch, sieht dann vielleicht so aus, nennen die b von x. Und die hat dann natürlich dann andere Komponenten, ich nenne die dann klein bn.
aber auch eine Summe über alle möglichen n-Werte, bn und die Basisfunktionen, also diese normierte Basis ist ja die gleiche, nx. So, und jetzt kann man mit dem Riemannschen Theorem eben das Produkt der beiden Funktionen auf eine elegante Art berechnen. Und zwar nicht nur das Produkt der beiden Funktionen, sondern auch das Integral über die beiden Funktionen. So macht man das folgendermaßen. Angenommen, ich habe jetzt dieses Problem, ich möchte a von x mal b von x multiplizieren. Ich mache vielleicht mit den Farben miteinander multiplizieren. Und dann das Integrieren von minus pi bis plus pi über dx. Und habe dann noch einen Vorfaktor, den ich brauche. Und das ist eigentlich eine Art das Skalarprodukt von a und b. So ist das Skalarprodukt in diesem Funktionenraum definiert. A von x und b von x habe ich, wie gesagt, zerlegt in die beiden harmonischen Reihen. Und jetzt sagt eben das Theorem von Riemann etwas ganz Interessantes. Ich kann nämlich jetzt diese Multiplikation ersetzen, indem ich diese Vorfaktoren hier anschaue und deren Werte multipliziere miteinander. Also an mal bn, und jetzt muss ich aber das n hier in dem Fall beim b dann komplex konjugiert nehmen. Und dann die Summe bilden über alle n's. Minus unendlich bis plus unendlich. Und das ist das Theorem von Parseval, das mir also ein Rezept gibt, wie ich so ein Produktintegral berechnen kann. Ich muss diese Komponenten in der Zerlegung miteinander multiplizieren. Das sind ja reine Zahlen, also komplexe Zahlen. Und dass die Summe all dieser Produkte gibt mir genau das Gleiche, wie wenn ich da die Integration komplett mache. Das hat eben auch zu tun mit dieser Vollständigkeit. Wenn wir das jetzt übernehmen würden für unsere Schwingungen, dann kann ich ja ein altes Blatt herausnehmen, das ich heute ausgefüllt habe bei der Besprechung von Schwingungen. Die ANs, das sind ja hier diese Spektralanteile, die Amplituden im Spektrum. Das sind diese ANs. Und wenn ich eine zweite Kurve hätte, hätte die ebenfalls solche ANs und BNs. Und diese Werte für A und BN, die muss ich einfach miteinander multiplizieren. Das kann dann konkret so aussehen, wenn ich das Spektrum hier übernehme, dann habe ich ja hier im Spektrum irgendwelche A-Werte, A1, A2, A3, A4, etc. Das ist das Spektrum hier. Und für die Bs habe ich ebenfalls irgendwelche Werte. Die können dann anders aussehen. So vielleicht. Jetzt muss ich diese Werte A1 mit dem Wert B1 multiplizieren. Komplex konjugiert noch. Das gibt mir eine Zahl. Dann muss ich dazu zählen, plus das mal das, plus das mal das, plus das mal das. Und das gibt mir dann genau das Gleiche, wenn ich von Anfang an die beiden Funktionen, die ich hier hatte, miteinander multipliziere und dann das Integral bilde von minus pi bis plus pi, noch um diesen 1 durch 2 pi Faktor reduziert. So kann ich also ein Produkt quasi vereinfachen, wenn ich diese Komponenten kenne. Man kann jetzt mal überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier zweimal die gleiche Funktion nehme, also a von x und nochmals a von x. Wir können das einfach mal abschreiben. Dann habe ich nachher hier 1 durch 2 pi, Integral minus pi bis plus pi, a von x mal a von x, also a von x im Quadrat eigentlich dx. Und auf der linken Seite habe ich die Summe all dieser an-Werte im Quadrat. Also auch da doch das an-Betrag Quadrat, also an mal an Stern ist ja der Betrag von an, und das addiert über alle n-Werte. Das Theorem von Parseval sagt also, dass ich dann so ein Quadrat der Funktion mit der Summe der Quadrate der Komponenten identifizieren kann. Und das ist ein bisschen ähnlich wie der Pythagoras, wenn man so will. Pythagoras sagt ja, die Länge eines Vektors im Quadrat, die Länge dann geometrisch ausgerechnet, ist die Summe der Komponenten im Quadrat.
Also das ist Pythagoras im Grunde genommen. Nur, dass wir eben hier bei Funktionen die Länge ausrechnen müssen, indem wir, also die Norm, sagt man dann lieber, ausrechnen müssen, indem man da diese Integration macht. Man kann das auch noch jetzt für Zeitsignale umschreiben. Im Fall der Signaltheorie ist ja das A von X oft ein Signal, ein F von T-Signal. Und man kann dann versuchen, dieses F von T-Signal über eine Periode zu integrieren. Dann steht das hier T. Und da habe ich ja dann eben so eine Periode. Und dann halte ich hier auf der anderen Seite diese Komponenten, die ja im Fall der Zeitsignale die Amplituden sind im Spektrum. Die Summe der Amplitudenquadrate im Spektrum geben das gleiche wie das Integral des Signals im Quadrat. Also wenn wir da jetzt im Spektrum diese Quadratsummen addieren, erhalten wir das gleiche. Und diese Spektralkomponenten seines Zeitsignals rechnet man ja aus mit den Fourier-Integralen. Die haben wir kennengelernt. Also die Fourier-Integrale liefern dann nachher das Spektrum, x von Omega oder irgend sowas. Und f, groß f von Omega, also das ist ein Spektrum, nicht wahr? Vielleicht groß f dazu, dass es klar ist, dass es nicht klein f von Omega, groß f von Omega ist also die Fourier-Transformation, ft abgekürzt vom f von t. Und dieses f von Omega, Quadrat, integriert über alle Omegas addiert oder im allgemeinen Fall dann sogar integriert, das ist dann das gleiche wie das Zeitsignal über seine Periode integriert. Wir hier das übernehmen, das sagt das nachher in Worten ausgedrückt, dass die Energie, die im Zeitsignal drin steckt, gleich groß ist wie die Energie, die im Spektrum drin steckt. Also die Energie bleibt quasi erhalten, wenn man vom Zeitsignal in den Spektralbereich, also nach der Fourier-Transformation ins Spektrum wechselt. Das ist so etwa, was ich Ihnen sagen kann, Herr Geisler. Es kann sein, dass ich da mit den Vorfaktoren und den Integrationsgrenzen nicht immer ganz sauber war, aber die Grundidee, glaube ich, war richtig, wie ich es erklärt habe. Für mich macht es Sinn so. Ich hoffe, es hat geholfen, in Ihrer Vorlesung auch wieder ein bisschen Fuß zu fassen. Sie haben auch viele andere Fragen gestellt, die kann ich zum Teil jetzt aus Zeitgründen nicht alle beantworten, aber ich habe sie mal auf die Liste gesetzt. Aber ich glaube, dass die Parseval'schen Überlegungen, die Gleichung und das Theorem, die sind sehr hilfreich, wenn man sie kennt und wenn man auch versteht, was sie bedeuten.